Sie haben sicher die fast Verdreifachung der Straftaten in der Kategorie nicht zuzuordnen vernommen. Wir wissen, dass hier ein großer Teil im Zusammenhang mit der Corona-Leugner-Szene und den Corona-Protesten steht, die wiederum völkisches, antisemitisches und rechtsextremes Gedankengut pflegt. Daher ist die Gefahr, kein Wunder, dass Sie schreien, Frau von Storch, daher ist die Gefahr von rechts garantiert noch größer als die PMK-Statistik, die es derzeit abbildet. Danke, Frau Vorsitzende, dass Sie mir die Gelegenheit geben, auf die Ausführungen Kollegin Teuteberg einzugehen. Sie haben mir vorgeworfen, dass wir die neuen Phänomene, wie Sie es nennen, in der Corona-Leugnisszene zu Unrecht rechts bezeichnen. Diese seien vielmehr indifferent in ihrer politischen Bewertung. Ich will Ihnen sagen, das, was wir dort vorfinden, sind nicht einfach Verschwörungserzählungen. Das sind antisemitische Narrative, die weit zurückgehen, auch in die Vergangenheit. Es sind sozialdarwinistische Vorstellungen. Das Recht der Stärkere soll sich durchsetzen. Sie bekämpfen den Staat, um ein autoritäres Regime zu errichten. Sie lehnen die Institutionen an. Sie können alle Einstellungsebenen des Rechtsextremismus durchgehen. Sie finden alle diese Facetten, auch den Rassismus, zum Beispiel in diesem anti-asiatischen Moment, den wir dort auch gefunden haben, in der Corona-Leugner-Szene. Wir müssen endlich anerkennen, sie ist das Ergebnis einer rechten Mobilisierung und einer rechten Ideologie. Danke. Sie dürfen antworten. Sie haben Kollegin Renner, Sie bestätigen gerade mit Ihren Einlassungen all das, was ich meinte, nämlich die Ignoranz dem gegenüber, dass es sowohl Antisemitismus, leider auch autoritäres Denken und vieles mehr nicht nur in einem politischen Lager gibt, dass es das auch auf der linken Seite durchaus gibt und vereinfachte Geschichtsbilder. All das bestätigen Sie leider damit. Ich habe keine Einordnung vorgenommen, sondern habe beschrieben den Respekt davor, dass wenn Sicherheitsbehörden eine Tat nicht eindeutig einem bestimmten politischen Seite zuordnen können, dass man das dann auch so redlich kommunizieren sollte und dass wir uns mit neuen Phänomenen auseinandersetzen sollten, hat eben nichts mit Verharmlosung, sondern mit Ernsthaftigkeit zu tun. Also Herr Hoffmann, das, was Sie mir gerade vorgeworfen haben, das weise ich erstmal aufs Entschiedenste zurück. Und wenn Sie mich schon zitieren, dann bitte ich doch darum, dass Sie mich bitte auch richtig zitieren. Ich habe eine Reihe von rechtsextremistischen Anschlägen aufgezählt. Ich habe auch den Anschlag auf dem Breitscheidplatz aufgezählt. Und ich habe dabei gesagt, dass all diese Ereignisse in eine Zeit fielen, in denen die Union hier Verantwortung getragen hat. Und das ist ja wohl unbestreitbar, Herr Hoffmann. Wie Sie sich jetzt hier hinstellen können und das, was ich gesagt habe, so verdrehen können, dass ich Ihnen angeblich vorgeworfen habe, dass Sie von der Union persönlich für diese Attentate verantwortlich sind, das ist einfach ungeheuerlich und das weise ich aufs Schärfste zurück, Herr Hoffmann. Wir befinden uns hier in einer politischen Auseinandersetzung, und ich hoffe doch sehr, dass wir das auch weiterhin gemeinsam tun können, in der wir darum ringen, was denn die beste Sicherheitspolitik hier für unser Land ist. Und da muss ich noch einmal eindringlich an Sie appellieren, dass Sie sich dann auch bitte zu der Verantwortung, die Sie die letzten 16 Jahre hier in diesem Haus und im Bundesinnenministerium getragen haben, auch bekennen. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Mihalic, schauen Sie, das ganze Haus ist ja nun mal Zeuge dessen gewesen, was Sie hier gesagt haben. Und jetzt versuchen Sie es zum einen zu relativieren und zum anderen ist es so, warum stellen Sie denn genau diesen Zusammenhang her? Und im Übrigen haben Sie sehr viel unmittelbarer formuliert, als Sie es jetzt gerade formuliert haben. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Echo jetzt wehgetan hat. Aber wenn Sie sich in Ihrer Rede mit diesem Zusammenhang hier aufs Parkett begeben, dann müssen Sie genau mit dem Echo reden. Herr Hoffmann, Ihre Worte gerade gegenüber der Kollegin Mihalic war zutiefst schäbig und unredlich. Das muss ich mal festhalten. Sie wird, wie das Protokoll zeigen wird, sie war zudem unwahr. Und es war die klassische Figur eines Whataboutism und eines Ablenkungsmanövers von ihren eigenen Defiziten und ihrem eigenen Scheitern. Frauen, aber unsere ganze Gesellschaft brauchen rechtssichere Lösungen für alle Lebenswirklichkeiten. Und als Bundesfamilienministerin freue ich mich riesig über den Erfolg der frühen Hilfen, die Bundesstiftung Mutter und Kind oder auch unsere Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung vor ungewollter Kinderlosigkeit. Reproduktive Rechte sind leider nicht selbstverständlich.
Sie geraten immer wieder unter Druck. Das zeigt jetzt auch der Entwurf des US Supreme Courts. Und auch in europäischen Nachbarländern deuten sich geschlechtspolitische Rollbacks an. Der Fraktion rechts von uns allen scheint das zu gefallen, wie wir gerade hören konnten. Um mal zum Thema nachgelagerter Verhütung, wie das gerade von der AfD benannt wurde, was ja, ich sage dazu wenig. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt erwarten, dass jeder Mann, der keine Kinder will, eine Vasektomie durchführen lässt. Das wäre doch mal was, ne? Scheint aber auch ein bisschen absurd, absolut übergriffig. Aber man erwartet ja schließlich von Frauen auch, dass sie Hormone schlucken, die massive Nebenwirkungen haben. Man erwartet von Frauen, dass sie für die Pille danach eine demütige Beratung über sich ergehen lassen. Und eigentlich erwartet man ehrlicherweise von Frauen auch, dass sie noch die Kondome dabei haben, um am Ende mit irgendeinem Typen diskutieren zu müssen, dass sich das ja nicht so toll anfühlt. Ja, Sie sollten vielleicht auch mal was rauchen, von der AfD, vielleicht sind Sie dann mal Frau Kollegin, ein bisschen entspannter. Erlauben Sie eine Zwischenfrage. Am Ende die Frauen, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch. Ach nee. War das nun ein Nein oder nur ein Stoßseufzer? Selbstbestimmung darf kein Verbrechen sein, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, erlauben Sie noch eine Zwischen- oder Nachfrage von Frau von Storch? Offensichtlich nicht. Die Störche sind vorbei. Es ist gerade Storchenzeit, wenn ich darauf hinweisen darf. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Intervention zulassen. Ich habe eine Frage an Frau Bayram, die richtet sich an alle die, die hier für dieses Abschaffung des Werbeverbots auch gerichtet haben. Aber Sie sind jetzt adressiert. Sie reden alle über die Frauen und das Recht der Frauen in extenso. Das Einzige, was bei Ihnen nie vorkommt, ist das ungeborene Kind. Das findet in Ihrer gesamten Debatte nicht statt. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, ab welchem Moment Sie anerkennen, dass das ungeborene Kind ein Mensch ist, das volle Menschenwürde hat, das ein Lebensrecht hat, das leben darf und das man nicht mehr antasten darf. Sagen Sie mir, ab welchem Monat Sie der Meinung sind, dass eine Abtreibung nicht mehr zulässig sein soll. Bis wann muss ein ungeborenes Kind um sein Leben fürchten? Und ab wann, nach Ihrer Anschauung, ist das Leben des ungeborenen Kindes lebenswert? Frau Kollegin Bayram, Sie können antworten. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau von Storch, ich stelle fest, dass Sie das Thema immer noch nicht verstanden haben und auch keinen wertvollen Beitrag zu dieser Debatte liefern können. Insoweit hätte Ihre Fraktion Ihnen das Recht einräumen können, zu dieser Debatte zu diskutieren. Der Beitrag Ihres Kollegen Seitz hat eigentlich das Desinteresse Ihrer Fraktion an einer vernünftigen Debatte an diesem Punkt deutlich gemacht. Und Ihre Kurzintervention war nicht dazu geeignet, das in ein anderes Licht zu rücken. Deswegen steht für meine Fraktion fest, wir werden das Thema weiter sachlich bearbeiten. Und wir wollen den Lebensschutz für alle Beteiligten durch medizinische Information sicherstellen, indem wir den Paragraphen 219a streichen. Vielen Dank, Frau Kollegin Bayram. Sie haben die Frage beantwortet. Das mag Ihnen ja, ich versuche gerade zu erklären, sie hat geantwortet. Ob sie das zufriedenstellt oder nicht, liegt nicht mehr im Ermessen des Präsidiums. Noch einmal, sie hat die Frage beantwortet im Rahmen ihrer Möglichkeiten und im Rahmen ihres Verständnisses. Insofern, mehr können wir dazu nicht tun. Ich muss feststellen, dass Sie von der Unionsfraktion, Kollegin Beer hat das jetzt gerade noch mal sehr deutlich gemacht, aber auch Sie, Frau Wagen, und auch in den letzten Debatten, das, was Sie in den letzten Jahren zu § 219a immer wieder gemacht haben, noch mal fokussiert haben, zu einer Spitze zu treiben, zu sagen, das ist eine permanente Vermischung in diesem Gerüst, von dem Sie sprechen, mit 218. Der Justizminister, die Frauenministerin haben es sehr deutlich gemacht. Das ist tatsächlich einfach falsch. Dass Sie das behaupten, hat damit zu tun, dass Sie tatsächlich immer und immer wieder auf das Gleiche hinaus wollen und auch in Ihrer
moralisierenden, emotionalisierenden Rede mit Schuldzuweisungen, mit denen Sie natürlich die ganze Zeit hier auch austeilen, geht es darum, und das muss ich einfach feststellen, dass Sie eines tun: Sie prägen eine extreme Misstrauenskultur gegen Frauen, gegen die Selbstbestimmung von Frauen und vor allen Dingen gegen die Informationsfreiheit und das Berufsrecht von Ärztinnen. Und an dieser Stelle möchte ich die Frage an Sie stellen, Frau Kollegin Bär: Würden Sie zu Ihrer Frauenärztin oder zu Ihrem Frauenarzt gehen und ihm ins Gesicht genau das, was Sie hier an Misstrauenskultur jeder Ärztin und jedem Arzt in diesem Land, des Versorgungsauftrags, den wir gegenüber für ungewollt Schwangere haben. Jedes Land hat diesen Versorgungsauftrag und es wird immer schwieriger, die Versorgungslage sicherzustellen. Würden Sie einer Ärztin Ihres Vertrauens genau dieses Misstrauen, was Sie hier seit Monaten und seit Jahren in diesen Bundestag tragen, würden Sie das einer Person, der Sie anvertrauen, Ihre Gesundheit ins Gesicht sagen? Das würde ich wirklich gerne von Ihnen wissen. Und würden Sie einer Frau auch ins Gesicht sagen, die ungewollt schwanger ist, dass Sie das moralisch, was Sie hier auch immer vortragen, auch verurteilen? Würden Sie das tun? Frau Kollegin Bär, Sie können jetzt antworten. Ehrlicherweise erlebe ich Sie moralisierend und nicht uns. Und auch wenn Sie es... Und auch wenn Sie es ehrlicherweise nichts angeht, sage ich es Ihnen trotzdem: Ich habe ein hervorragendes, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem eigenen Frauenarzt, und der stimmt mir in dieser Debatte und insgesamt in dieser ganzen Diskussion voll und ganz zu. Ich eröffne die auch. Nein, ganz klar, Moment, bitte. Ich kann verstehen, dass es emotional sehr aufwühlend ist, aber ich bitte die Kolleginnen und Kollegen auch von Bündnis 90 Die Grünen, Platz zu nehmen. Liebe Britta Hasselmann, damit wir mit der Aussprache beginnen können. Herr Brandner, das ist eine unbotmäßige Äußerung. Da sollte man nachdenken, ob das wirklich so ist. Also ist selbst Ihrem Niveau unangemessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie erleben jetzt einen historischen Moment. Ich erteile dem Kollegen Dr. Ralf Stegner, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Ihr jugendliches Alter produziert sehr viel Altersweisheit, das muss ich hinzufügen. Genau dieser Schulterschluss der Rechten mit den Diktatoren dieser Welt ist ein Sicherheitsrisiko für unsere Demokratie. Wir wollen keine liberale Demokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Zeitenwende-Rede die Neuorientierung unserer Sicherheitspolitik angekündigt. Sie müssen nicht lärmen, nur weil Sie keine Inhalte haben. Der Krieg mitten in Europa, erschütternde Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Herr Kollege Stegner, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner. Von Rechtsradikalen lasse ich nie Zwischenfragen zu. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stegner. Es war historisch, weil wir beide über 10 Jahre das Vergnügen, Schleswig-Holstein und Landtag miteinander hatten. Deshalb war das heute historisch. Also meine Befürchtung, dass der Auftritt des Herrn Stegner eher hysterisch als historisch wird, hat sich ja dann letztendlich bewahrheitet. Und Herr Stegner, ich muss sagen, bisher kannte ich Ihre faktenfreien Hass- und Hetztiraden eigentlich nur von Twitter. Aber das, was Sie jetzt hier abgeliefert haben, hat das Ganze noch getoppt, wie man so schön sagt. Kein Wort zu unserem Ansatz, nur blanke Polemik. So können Sie vielleicht in Ihrer SPD-Ortsgruppe miteinander umgehen und die Leute beschimpfen, aber nicht hier im Deutschen Bundestag. Also ich glaube, Sie sind weder intellektuell noch politisch bisher hier im Deutschen Bundestag angekommen. Aber das ist jetzt eine lässliche Sünde. Ich meine, das habe ich vorher auch schon gewusst. Ich wollte mich beziehen auf eine Äußerung, die Sie gemacht haben und die wahrscheinlich jetzt gleich massiv mit Fakten unterlegt wird. Meine Partei oder meine Fraktion würde mit Rubel bezahlt, Herr Stegner. Können Sie die exakten Zahlungsflüsse von Rubel an meine Partei kurz mal hier skizzieren? Dankeschön. Sind alle entsprechenden Strafverfahren in Frau Kollegin Burger, Sie sind nicht dran jetzt, sondern der Kollege Stegner hat die Gelegenheit zu antworten. Herr Präsident, die Zwischenintervention hat ja sehr deutlich gemacht, dass der Geist tatsächlich links steht. Das wusste ich auch vorher schon, aber das haben Sie ausdrücklich noch mal bewiesen. Ich will daran erinnern, wenn Sie sich ja dagegen wehren, dass gestern Abend hier in diesem Hause ein Vertreter Ihrer Fraktion sich auf die Sportpalastrede von Goebbels bezogen hat. Der Kollege Weingarten hat zu Recht das in die Ecke eingehauen, wo es hingehört und wo Ihre Vorgänger sind. Und was in der Tat so ist und was ich ein Problem auch für unsere Sicherheit finde, ist, dass es russische Quellen gibt, die rechtsextreme Arbeit unterstützen, zum Beispiel die Arbeit Ihrer Parteijugend, die zu Recht übrigens vom Verfassungsschutz überwacht wird, weil das nämlich rechtsradikal ist, was die Leute dort tun.
Und insofern kann ich nur sagen, also wie das genau abgewickelt wird, darum habe ich mich ehrlicherweise nicht gekümmert. Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Fakt ist, Herr Kollege Brandner, für den Ausdruck, Sie sind ein Lügner, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Und ansonsten ist der Kollege Stegner mit der Antwort noch nicht ganz fertig. Fakt ist, dass jeder Auftritt hier beweist, dass die demokratischen Parteien aus ihrer Richtung keinerlei Hinweise auf deutsche Sicherheit brauchen. Die sind so unnötig wie ein Kropf. Und der jetzige Krieg in der Ukraine verdeutlicht, was uns auch schon zum Beispiel Afghanistan schmerzlich gezeigt hat. Sicherheitspolitik kann eben nicht in Silos gedacht werden. Sie besteht aus vielen Teilen. Aus Friedenspolitik, aus Diplomatie, auch aus militärischer Verteidigung, aus Zivilschutz, Energie, Cybersicherheit und aber auch Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist natürlich nicht einfach, liebe Kolleginnen. Es braucht Absprachen. Können Sie mal einfach Ihren Mund halten, bitte? Und wir brauchen eine leitende Strategie für die nächsten Jahre. Eine Strategie, die Deutschland fest im Netzwerk unserer internationalen PartnerInnen verortet, die sowohl Sicherheits- als auch Friedensstrategie ist. Frau Kollegin, ganz kleinen Moment. Herr Kollege Brandner, bei allem Respekt, die Geschäftsordnung möchte gerne intelligente Zwischenrufe, aber ja, intelligente Zwischenrufe. Eine Rednerin nur stören zu wollen, ist einfach nur stillos. Bitte halten Sie ein bisschen zurück. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was Sie aus unserem Sozialstaat machen. Sie sind im Begriff, eine der größten und erfolgreichsten, und das sage ich als CDU-CSU-Abgeordnete, die das damals nicht mitbeschlossen hat, eine der größten Sozialstaatsreformen abzuschaffen, abzuwickeln, die sich als ausgesprochen erfolgreich herausgestellt hat. Sie haben damals mit den Reformen der Agenda 2010 dafür gesorgt, dass Bedürftige, dass Arbeitslose, Langzeitarbeitslose endlich aus der Sozialhilfe herausgekommen sind und dann in das Prinzip des Forderns und Förderns überführt wurden. Und was ist das denn bitte für ein Argument, zu sagen, es sind doch nur wenige, die sich nicht an die Regeln halten und deswegen brauchen wir keine Sanktionen mehr? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen doch auch nicht das Strafrecht ab, nur weil es vielleicht wenige sind, die sich nicht an Recht und Gesetz in Deutschland halten. Das ist doch keine Herangehensweise. Unsere Jobcenter vor Ort brauchen Sanktionen. Sie brauchen es auch als Ultima Ratio. Denn wenn wir sie nicht mehr haben, wird sich niemand mehr dazu bereit und imstande sehen, etwas dafür zu tun. Sie haben gerade angesprochen, die Mitarbeitenden in den Jobcentern. Und ich darf Ihnen hier zur Kenntnis geben und mitteilen, dass ich in Nordrhein-Westfalen viel unterwegs bin und mit Leitern und Beschäftigten von Jobcentern rede. An bestimmten Punkten gibt es da auch etwas andere Auffassungen als in meiner Partei. Aber grundsätzlich, der Geschäftsführer des Jobcenters Münster, Optionskommune, CDU-Mitglied, ist stolz darauf, dass sein Jobcenter zu einem zählt mit den wenigsten Sanktionen bundesweit und sagt, wir arbeiten praktisch gar nicht mit Sanktionen. In meiner Heimatstadt, in Dortmund, wo mein Wahlkreis ist, ist die Leiterin des Jobcenters sehr angetan von den Plänen, die die Ampel mit Bezug auf das Bürgergeld hat und mit dem kooperativen, ermutigenden und unterstützenden Ansatz und möchte gerne als Zielvision dahin kommen, ein so gutes Angebot zu haben, dass keine Sanktionen mehr nötig sind. Und ich finde, dass man diese Realität in den Jobcentern auch durchaus zur Kenntnis nehmen sollte. Danke. Vielen Dank, Herr Koth, für Ihre Intervention. Nur weil ein Jobcenter möglicherweise es nicht mehr braucht, durch seine gute Arbeit Sanktionen anzuwenden, heißt es nicht, dass es Sinn macht, diese als Ultima Ratio abzuschaffen. Der Mensch ist, wie er ist, und wir haben auch
auch als Politiker eine Verantwortung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in diesem Land gegenüber. Wir müssen uns dafür rechtfertigen, was wir täglich tun. Und dazu zählt natürlich auch in der Tat nicht nur zu sagen, ich gebe dir Unterstützung, sondern ich fordere auch etwas dafür ein. Und wenn du dieser Aufforderung nicht nachkommst, habe ich das Recht, das auch zu sanktionieren. Es geht um eine Ultima Ratio. Sie schaffen das ab, Sie wollen das abschaffen, Sie schaffen damit den Anreiz, sich eben nicht mehr an dieses Prinzip des Forderns und Förderns zu halten. Und das können wir nicht unterstützen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.